Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Wir stehen hier vor dem Portal, kurz vor dem Endkampf mit Paios Augustus. Und bevor wir da uns reinstürzen, wir wissen vom letzten Mal schließlich, dass sämtliche Zauber, die auf uns wirken, ungültig werden oder verschwinden. Also dieses Schild, was um uns rumschwirrt, irgendwie verschwindet das. Und wir wissen auch, wir haben genug Zeit für 3-Punkt-Zauber. Wir müssen schließlich unsere Waffe ständig verzaubern, dass wir hier da was reißen können. Von daher gehe ich eben her. Und wir können hier, wenn ich jetzt auf Schnellspruch gehe, nochmal sehen, was wir hier haben. Wir haben also Erholung in beiden Geschmacksrichtungen. Das ist nicht schlecht, wobei die rote Erholung meiner Meinung nach die wichtigste ist. Ich werde das noch ändern. Ich werde das so machen, dass wir das in die lilane Erholung machen. Die magische Attacke ist ganz gut da, wo sie ist. Und ich werde die magische Summe und das Schild tatsächlich noch in 3-Punkt ändern und dann nach unten vielleicht sogar das, falls das funktioniert, das Verzaubern der Waffe. Sprich, das machen wir eben nochmal. Dann gehen wir hier auf die Liste der Sprüche. By the way, habe ich seit der letzten Folge, ihr habt wahrscheinlich bemerkt, dass ich mich nicht beschwert habe, dass ich eine schwitzige Hand habe. Ja, ich weiß, kurz vor Ende des ganzen Dings, ich habe mir eigentlich fürs Bowling-Spielen hier so einen schönen Handschuh besorgt, der nur den Daumen schützt. Liegt daran, weil ich mir an dem Inneren der Kugel immer den Daumen aufreibe, was höchstwahrscheinlich daran liegt, dass ich nicht richtig Bowling spiele, also es nicht richtig kann. Aber ich will mir halt nicht den Fingernagel kaputt machen, während ich lerne, es richtig zu machen. Und das funktioniert aber hier auch super gegen die schwitzigen Daumen auf dem Joypad. So, also was wollen wir? Wir wollen die Erholung in 3-Punkt auf lila nach oben. Genau, dankeschön. Wir wollen des Weiteren das magische Item in 3-Punkt auf rot nach unten. Wir wollen die, so, das Schild in 3-Punkt, ich nehme an, rot wäre richtig, genau, in rot. Und wir wollen die magische Summe auf 3-Punkt in blau hier. So, und das sollte jetzt speichere ich den ganzen Kram nochmal. So, Slot nehmen, ist eigentlich egal. Wir haben hier schließlich nur das, aber ich will das jetzt nicht jedes Mal, wenn wir sterben, nochmal umstellen wollen müssen. Und was wir auch tatsächlich, was ich hätte machen sollen, das mache ich jetzt auch noch einmal hier aufladen. Sprich, ich muss jetzt den Zauber, den wir haben. Das war natürlich dumm, das war der falsche Knopf. So, umgewöhnen. Dann haben wir zunächst einmal die magische Summe, gucken wir mal, das reicht noch nicht. Wie viel Energie die magische Summe braucht in der schwächsten Ausführung, die eben unsere Magie schneller auflädt. Ja, das reicht schon. So, dann helfen wir dem Ganzen noch nach, indem wir hier einmal im Kreis laufen. So, was ich nämlich eigentlich machen muss, ist das hier. So, genau, einmal das Aufladen, da können wir vielleicht nochmal hergehen. Und dann sollten wir relativ früh dieses Schutzschild noch machen. So. Und jetzt wollen wir eigentlich nur noch einmal die Magie wieder aufladen. Sodass wir dann, wenn wir dort sind, eben das Schutzschild machen können und die magische Summe sprechen können. Und wir sollten mehr Zeit darauf verbringen, uns zu heilen, bevor wir weiterkämpfen. Ich habe beim letzten Mal Versuch rauszukriegen, was überhaupt Schaden macht. Jetzt wissen wir es, mit dem magischen Schwert auf Pius kloppen, dann auf das Artefakt. Das immer wieder, bis wir uns nach und nach in die einzelnen Leute verwandeln. Und wenn wir uns einmal in alle verwandelt hatten, dann wird Serta zerstört. So, und damit haben wir jetzt hier einmal alle Energien voll. Speichern das nochmal. So. Und dann können wir rein. Dann wird Xenotrap zerstört und dann sollte die magische Attacke auch uns in die Lage versetzen, dass wir hier zum Großes angreifen können, ohne uns in Gefahr zu begeben, geschlagen zu werden. Ah, Miss Rovers, you're just in time. The summoning spell I began 2000 years ago is finally complete. You will now have the honor of becoming the first morsel for my Lady Zelatoth. An appetizer
for the banquet your race shall provide. You forget what it means to be human, Pius. The human race will never go quietly into the darkness. For as long as you have spent summoning your lord, people have struggled against you. Now, thanks to their efforts, I have three of the ancient's essences. Now, Pius, this is the end. The end indeed. Und da hat er Xylotoph beschworen. Das haben wir letzte Folge schon gesehen, das kann ich ein bisschen drüber labern. Tatsächlich ist es so, dass hier, dass sie von Your Lord gesprochen hat, was ja die männliche Form im Englischen ist und nicht Your Lady. Von daher, wahrscheinlich ist die Idee sowieso, dass diese Wesen, diese Ancient Horror, dass diese Wesen, hier geht jetzt unser Zauberspruch an, den wir ausgelöst haben, mit dem wir Chaturga beschwören. Nein, ich habe nichts unterbrochen, das ist wirklich so. Also die Animation ist wirklich hier, das fühlt sich an, als wenn sie abbricht. Dass diese Wesen einfach das Konzept von Geschlechtern sozusagen gar nicht, das betrifft sie gar nicht, wahrscheinlich. Also ich meine, die Idee ist ja sowieso hinter diesem Ancient Horror, dass die so unbegreiflich sind, dass unser Gehirn das gar nicht erfassen kann. So, und das ist das eigentliche Ziel, nicht Pius Augustus. So. Jetzt fühlt er sich eben nochmal an. Jetzt holt sich das hier, dieses Schutzding. Das geht jetzt auf Pius über. Und jetzt muss ich schnell nochmal gucken. Ich wollte tatsächlich hier hin eben schnell nochmal gucken. Also das Schild ist rechts. Das ist das, was ich zuerst machen möchte. Und dann das magische Item. Da war ich nicht schnell genug. Das ist jetzt nicht schlimm. Und eben das hier. Da geht's. So, eben nochmal das Schild an. Okay. So, mein Freund, dann kommen wir hier. Ich wollte natürlich nicht die magische Summe machen. Ich weiß nicht, was er da macht. Ist das ein Aufhebungszauber? Ja, scheinbar schon. Ja, er macht mein Schutzschild damit weg. Okay, gut. Dann brauche ich das Schutzschild auch nicht mehr zu zaubern. Das ist scheinbar ein Aufhebungszauber. Und zwar ein ziemlich starker. So, dann lassen wir uns hier einfach nicht treffen. Jetzt müssen wir ihn hauen, um das Ding sichtbar zu machen. Ich drücke gleich schon Rennen nach oben, während die Animation noch kommt. Hey, wir sind sogar schon gelaufen, während die Animation noch kam. Okay, mein Freund. Einmal an ihm vorbei, möglichst ohne gedrückt zu werden. Das hat nicht funktioniert. Das war jetzt wieder doof von mir. Ich wollte mich jetzt eigentlich heilen, aber hauen wir nochmal einer drauf. So. Na, da ist es schon. Na, ich renne jetzt erstmal weg und heile mich. So, einmal hier. So. Das war richtig. Ich habe eben schon gedacht, wir sind lila, das ist falsch, aber ja, lila ist ja tatsächlich die Heilung. Ich mache das auch gerade nochmal. Und zwar um meine Sanity zu heilen. Sehr schön. Das war jetzt wieder dumm, weil er ja mir hinterherkommt. So, hier jetzt wieder an. Das Blöde ist, ich sehe nicht, wie nah er an mir dran ist. Da jetzt ist das heißt, ich habe genug Zeit, um hier vorne wegzurennen, hier hinzurennen, das Ding zu treffen. Genau, jetzt sieht man auch schon, wie das hier langsam. Es kann natürlich sein, dass ich tatsächlich jetzt so lange draufhauen muss, bis meine Sanity weg ist. Ich probiere es trotzdem aus. Ich hätte bis ganz hinterrennen sollen. Ihn
Und da trifft er mich wieder, weil ich es irgendwie nicht gebacken kriege. Ich renne, glaube ich, immer zu nah dran. Aber ich habe beim letzten Mal schon gesagt, ich sehe das irgendwie perspektivisch nicht. Ob ich jetzt da bin, wo er, dass ich ihn treffen kann oder nicht. Also ich muss quasi in ihn reinrennen, weil ich das irgendwie... Und ich meine, das ist jetzt auf einem zweidimensionalen Bildschirm. Also von wegen, dass ich nicht in der Lage wäre, 3D richtig zu sehen, das kann ja nicht sein. Ne? Es ist ja auf einem zweidimensionalen Bildschirm gerendert. Ist ja jetzt hier nicht VR. Das heißt, das sieht ja fürs... das ist mir eben ausreichen gleich ein Zauberer. Das ist ja auf einem Auge gleich wie auf zweien hier. So, jetzt kommt der hier an und dann gehe ich weg. Gucken mal, ob das Ding schon da ist oder ob ich ihn noch einmal hauen muss. Ja, es ist schon da, wie ich mich gedacht habe. So, da ist der nächste. So. Und dann gehen wir jetzt erstmal. Ich weiß, dass ich ihn machen. Ja, genau. Er kann mich angreifen, während ich ihn angreife. Das ist quasi das Problem. So, und jetzt heile ich mich erstmal. Und dann hau ich drauf. So, jetzt warten wir, bis er ankommt. Und dann einmal aus dem Weg. Dankeschön. So, jetzt haben wir hier. Hier haben wir jetzt das Ding, was ich total daneben gehauen habe. Und ausweichen. Sehr schön angreifen. Das war kein guter Angriff. Ja, ja, lach du nur. Ich gehe hier hinter und mache den hier. Sehr schön und warte auf dich. Dann das kann ich schon mal drücken. So, dann rennen wir hier weg. Einfach, das ist jetzt einfach nur perspektivisch, weil ich in dieser schlechten Perspektive nicht gegen ihn kämpfen möchte. Wobei hier ist es. Das Ding wird wahrscheinlich sein. Kann das sein, dass der da... Also tatsächlich ist es für mich einfacher, die Perspektive zu sehen, wenn ich so nah dran bin wie jetzt. Das Problem ist, ich sehe nicht, wo er kommt. Ja, ich sehe ja quasi nichts. Kann das sein, dass ich jetzt einfach... Ach, meine Waffe ist nicht mehr magisch geladen. Okay, dann ändern wir das eben. Sollten wir hier bleiben. Ja, sehr schön. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich getroffen habe oder nicht, aber das können wir gleich. So, immer so machen. Ja, da ist es. Und ciao. So, dann. Ich habe diesen Kampf tatsächlich ganz anders in Erinnerung. So, jetzt greift Chaturgak Xelotaf an. Ich habe diesen Kampf tatsächlich ganz anders in Erinnerung. Und zwar in meiner Erinnerung war die Arena viel größer, aber ich glaube, das lag einfach daran, weil ich auch nicht viel wusste, was ich machen soll. Wir haben ziemlich lange gebraucht. Also ich habe das auch zu zweit gespielt, ziemlich lange gebraucht, um diesen Endkampf zu schaffen. Ich glaube aber tatsächlich nur zwei an... Jetzt macht er die zweite Stufe. So. Dann machen wir das so. Diesen Angriff lasse ich mich jetzt auch nicht treffen. So, dann kommt der jetzt hierher. Und trifft mich nicht, weil ich hier einfach dran vorbeirennen kann. Das Ding ist da oben. So, dann schmeißen wir nochmal einen Heilzauber auf. Ah, ich glaube, ich kann mir vorstellen, was los ist. Ich kann ihn ja anvisieren. Ich glaube, der Fehler in meinem Kopf ist, dass ich denke, in dem Moment, wo ich ihn anvisieren kann, kann ich ihn auch treffen. Und das ist so hardwired, dass ich damit durcheinander komme. In dem Moment, wo ich ihn anvisieren kann, so, denke ich natürlich, wenn ich jetzt schlagen drücke, dann haut er auch drauf. So.
jetzt. Ja, du hast mir Schaden gemacht, ich weiß. Das ist ein Problem. So, komm nur her, du. Das war knapp. Okay, der nächste. Wow, der schafft wirklich gar nicht zu treffen hier. So. Und das war der letzte. Jetzt können wir ihn besiegen. Und das probiere ich jetzt mal mit der magischen Attacke aus. Dass ich gar nicht mehr ihm nahe kommen muss quasi. Ja, mach du nur. Oh, aha, er hat mich jetzt hier eingesperrt. Jetzt hat er aber hier richtig, richtig übel Schaden gemacht. Und jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich mich nicht heilen kann. Und dieses Ding hier ist, ja, das ist übel im Weg. Das ist jetzt natürlich super, dass das so am Ende passiert. Ich muss also aufpassen, dass mein letzter Schlag in der unteren Hälfte passiert, wo ich mehr Platz habe. Okay, das hier lässt sich jetzt erstmal nicht, doch, es lässt sich überspringen, okay. Ein bisschen Button-Mashing, Starttaste funktioniert nicht, aber hier X und Y und A gleichzeitig haben das gelöst. Ja, Nintendo. Wir probieren es natürlich gleich wieder. Also der Anfang hat gut funktioniert. Und dann hat er uns eingesperrt auf einen sehr kleinen Rahmen, sodass wir nicht mehr zaubern können. Vielleicht dann die Fernkampfwaffe verzaubern und ihn... Nein, halt, ich will kein neues Spiel starten. Ich möchte eins laden. Dankeschön. So. Ihn einfach abschießen. Ich habe ja noch die ganzen Schusswaffen. Ich hatte vergessen, dass er in der Mitte des Spielfelds dann ein relativ starkes Schild macht. Also relativ stark im Sinne von so viele Punkte habe ich nicht Zeit. Gucken wir genau, ich war auf. Das Ding schließt sich mir so langsam, dass ich denke, er hat den Knopf noch nicht angenommen. Die Zwischensequenz hier kann ich auch überspringen mit ganz vielen Tasten drücken. So, und hier sieht man, dass diese Zwischensequenz tatsächlich, das ist eine intelligente Sache, das war ich beim letzten Mal nicht. Er nutzt scheinbar die Zwischensequenzen, um Sachen zu laden. Es ist B scheinbar. B, A, Süßchen, Start, B, alles. Hier kann ich jetzt tatsächlich nichts überspringen. Es scheint B gewesen zu sein, mit dem ich überspringen habe bisher. Die müssen wir uns halt angucken. Jetzt habe ich natürlich den Faden verloren, was ich sagen wollte. Aber zumindest ist mir wichtig, ich will in der unteren Hälfte sein, weil da habe ich gefühlt mehr Platz. Aber der macht einen 5-Punkt-Zirkel Schutzschild und da kann ich natürlich gar nicht gegen. Also 5 Punkt habe ich schon keine Zeit mehr. Also wir fangen jetzt erstmal an. Ja, wir haben das Schild schon die ganze Zeit gehabt. Jetzt hebt er erstmal einen Angriff. Das ist das allererste. So. Und er hebt dann unsere Magie auf. Und wir könnten zwar dann so einen Schildbrecher zaubern, aber da haben wir nicht Zeit für. Bin ich mir ziemlich sicher. So, ich könnte natürlich hergehen und könnte einfach sagen, wir haben ja hier... das Problem ist, ich kann beim Nachladen nicht... Ja, es sollte trotzdem gehen. Nehmen wir es mal aus. Verzaubern wir mal die Pistole. Es zählen nur Anzahl der Treffer scheinbar.
Nein, okay, Pistolenkugeln machen ihm nichts aus, dann muss ich also das Gladius nehmen, um ihn zu hauen. Steht er jetzt so da? Jetzt hebt er unser Schutzschild auf. Das war mit einem super starken Zauber. Der natürlich auch sofort fertig ist, wobei das nicht gar nicht mehr so schlimm ist. Okay, der hat auch den Zauber von unserer Waffe aufgehoben. Das ist natürlich ungünstig. Muss mir die gerade mal wieder verzaubern. So, okay. Also wir müssen das Gladius verwenden. Da macht er halt seinen magischen Angriff. So, einmal schön was rum. Oh, das Ding ist weg. Dann will ich ja zu ihm. So. Wie gesagt, ich verstehe das nicht ganz. Der trifft mich auf jeden Fall immer und. Naja. Nicht schlimm. Die Stelle war ja jetzt nicht mehr so schwer. Halt langwierig. Doof, dass er da nicht speichert, dass man das alles wieder machen muss. Da haut er wieder auf mich drauf. Das Schlimme ist eigentlich eher, wenn er mich mit dem hier trifft. Das tut eher weh. Weil jetzt kann ich ja hier problemlos. So, jetzt gehen wir in die Zwischensequenz. Jetzt kommen mal so nach und nach unsere Leute. Es ist schön, dass das nur einmal passiert. Das wäre echt nervig, wenn mitten im Kampf jedes Mal, jetzt wenn ich das mache, es unterbrochen wird, dann immer einer aus diesen Statuen rauskommt. So. Kommst du? So. Das hat gereicht, um mich zu heilen. Dankeschön. Aufhauen, so. Das war natürlich jetzt richtig scheiße, weil ich nicht weglaufen konnte rechtzeitig, weil ich den Angriff gemacht habe. Ich hatte gehofft, das reicht zeitlich, aber es tut's nicht. Dafür ist das Ding immer noch da, das ist schon mal gut. Müsste es hier unten irgendwo sein. Oh. Da ist das Ding da hinten erschienen. Das hat man schön in der Animation gesehen. Da habe ich jetzt einen direkten Bau. Da sind wir jetzt Karim. So, wo kommst du? Da kommst du. Und dann kann ich hier direkt rennen. Sehr schön. Ich hätte mich jetzt schon 10-mal aufgeregt über den schwitzigen Daumen. Aber den habe ich ja nicht. Dann müssen wir noch einmal um ihn rumrennen. So. Ah, jetzt mittlerweile ist er schon verschwunden. Ich weiß nicht, ob ich ihn. Ja, ich musste ihn nochmal hauen. Bin natürlich dadurch selber nochmal getroffen worden. Hat mir das jetzt Energie abgezogen? Nein, hat's nicht. Da war ich wieder zu weit weg. Das war wieder perspektivischer Mist. So, wer kommt da? Also, einmal als Karim. Als Karim hier hin. Wieso? Ich stand direkt davor. Ich stand direkt davor und normalerweise, wenn ich anvisiere, dreht er sich auch in die Richtung vom Gegner. Ja, das war eben perspektive Scheiße. So, das hat mich jetzt. Das wird mir jetzt wahrscheinlich Energie abziehen. So. Nein, scheinbar war ich. Ich war geschützt durch die Animation. Das ist doch schon mal was. Aber hier, na gut, okay, das ist nicht das Problem. Dann rennen wir einmal hoch. Kommen hier drauf. Nee. Wir machen erstmal das hier. Da müssen wir uns die Zeit hier nehmen. Das war ja eines der Probleme, die wir letztes Mal hatten. Und unsere Waffe ist nicht mehr verzaubert. Also einmal hier neu zaubern. So. Richtig schlimm wäre es, wenn er weiter auf uns zuläuft, während diese Animation spielt. Dass das Ding
dass die Waffe nach oben geht. So, einmal den Angriff ausweichen. Mich hätte ich jetzt auch angreifen können. Ja, wurscht. Da ist das jetzt, da sieht man schon, wie das Ding da unten ist. Einmal ausweichen. Dann Person wechseln. Jetzt ist das Ding da oben. Da will ich jetzt nicht abschließen, also muss ich mich jetzt einmal treffen lassen. So, hau jetzt einmal. Willst du wohl hauen? Jetzt muss das nämlich da unten. Na super. Ich hätte auf den Zauber warten sollen. Denn jetzt. Ah, es ist hier, das ist gut. Das ist direkt hinter mir. Mal gucken, was sagt mein. Hey, ich habe auch eben Start gedrückt. Aber gut, okay. Dann weiß ich auch jetzt, wie es ausschaut. So, das Ding ist hier. Ich dachte, das wäre der letzte. Okay, dann wollen wir nochmal draufhauen. Und jetzt einmal, das ist gut, dass es oben ist. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nach unten sein wird. Dass ich jetzt also mit. Achso, das stimmt, das ist hier oben. Nee, das ist der Klostermönch. Da war ich gedanklich noch ganz woanders. Na, egal, ich werde jetzt immer versuchen, den hier immer unten drauf zu hauen, dass der hier. Dass der hier. So. Dass wir hier unten dann gefangen sind und nicht oben. So, das ging in die Luft. So, und das Ding ist unten. Übrigens macht das den Soundeffekt von. Jetzt, genau. Die waren also nicht in der Reihenfolge, in der wir sie gespielt haben. Weil das in der Kutte war ja. Ihr Großvater hat ja nie eine Kutte getragen. Das kann ich übrigens jetzt nicht mehr überspringen. Ach nee, doch. Ah, es ist Start. Es ist gefühlt jedes Mal ein anderer Knopf. So, jetzt will ich nur gucken. Da müssen wir vielleicht die Erde zum Zaubern, um uns zu heilen. Und vielleicht sogar. Muss versuchen. Ich versuch's. Das war zu verrückt. Okay. Gut. Ist er da hinten? Wir müssen das Gladius neu verzaubern. Sehr schön, da hatten wir genug Zeit. Ich muss mir eben an der Nase kratzen. So. So, das ist die magische Attacke, die uns auf keinen Fall treffen darf. Dann ist nämlich sofort Emily. So. Das Schöne ist, er teleportiert sich sofort weg, wenn wir ihn treffen. Oh, jetzt nicht mehr. Shit. Ich glaube, er wird auch immer langsamer, jedes Mal, wenn ich ihn treffe. Jetzt. So, dann jetzt.
Okay, das, da geht, entweder ging der, geht der Angriff nicht durch das Schutzschild durch, aber er humpelt schon ganz schön. Das trifft ihn sogar. Das trifft ihn sogar. Und ich glaube, das war's gewesen. Alex, we must find this creature. It cannot be allowed to remain in this universe. So, wir müssen diese Kreatur verbannen. Es ist schon festgelegt, dass wir jetzt auf Blau einen Zauber sprechen. Und dann würde ich sagen, dann machen wir mal aufheben. Das geht schon gut. Good heavens, no, not that one. Okay, also das Spiel sagt uns ganz eindeutig, was wir machen müssen. Also wir haben ihn jetzt eindeutig besiegt und wir müssen dafür sorgen, dass Chaturga jetzt nicht die Macht übernimmt, indem wir die Macht von Ulioth invoken. Und es darf das Universum nicht verlassen, dann ist es absorbiert. Nor that one either. Come on, Edward. It hasn't been that long since you researched this stuff. Vielleicht Schutz? Ja, okay, wir machen ein Schutzschild um ihn rum. It is finally over, my dear. The Ancients' plans are finished. For now, at least. You have proved to be an incredibly courageous young woman. Your mother and father would have been proud of you, just as I am. I'm sorry it had to be like this. It's not quite the inheritance I had in mind for you. But there was so little time, and so much to do. Goodbye, Alex. I will miss you. As I gazed up at the ancient I had brought into this world to stop Pius, my mistake was made clear. This ancient could lay the world to ruin just as easily as Pius's would have. And yet, as quickly as it began, it ended. To think that once I could not see beyond the veil of reality, to see those who dwell behind. I was once a fool. Die Finsternis, seit 2 Millennien bemüht, die Herrschaft zu erlangen, wurde erfolgreich besiegt. Dieser Sieg stellt den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit dar. Soll dieses Ereignis in das Geschichtsbuch der Menschheit eingetragen werden? Ja, natürlich. So, und jetzt ist auch der Grund, warum ich hier nur eine Memory Card drin habe. Die zweite liegt nebendran, auf der ist auch schon ein alter Spielstand, in dem ich das Spiel schon 2-mal durchgespielt habe. Wenn ich nämlich jetzt hergehe,
und ein neues Spiel starten möchte. Ah, in Gedenken an Ben Dyack, 1920 bis 2000. Vorher kommen erst nochmal die Credits. Und Dennis Dyack, das ist wohl der Sohn von Ben Dyack. Der war der Producer und Director für dieses Spiel. Und hier sieht man, das ist natürlich eine auch mit japanische Produktion. Tatsuya Ishida und Hiro, ich habe den Nachnamen nicht mehr im Kopf. Ken McClough ist der Art Director und der Content Supervisor. Der ist also verantwortlich für die Artworks, auch wenn er sie nicht unbedingt gezeichnet hat. Und hier sind die ganzen Artists, die die ganzen Bilder gezeichnet haben oder beziehungsweise wahrscheinlich auch im dreidimensionalen Raum die Sachen gemacht haben. Und da sind die ganzen weiteren Künstler. Ja, schon eine ganz schöne Menge. Ich lese jetzt nicht jeden einzelnen Namen vor. Da würde ich gegen die Geschwindigkeit des Spiels strugglen. Da habe ich keine Lust drauf. So. Und dann haben wir hier die Game Designer und sehen im Hintergrund noch einmal, wie sich ich habe schon den ganzen Namen mittlerweile vergessen, aber wie sich der Typ, der Mönch am Verwandeln ist, der dann eigentlich Karl den Großen warnen wollte. Und dann selbst in den Zombie verwandelt wird, wir mussten ihn dann auch noch besiegen. Ich finde tatsächlich bei dem Spiel ein bisschen die vorgerenderten Zwischensequenzen, also die Videos sozusagen, die sind immer oder sehr oft gefühlt mitten im Video abgebrochen. Wobei, wenn ich jetzt das Video selber abgebrochen hätte mit einer Taste, ist es immer bei Grau weggefadet. Das ist nicht passiert, sondern es ist irgendwie mitten in der Animation stehen geblieben und dann ging es weiter. Die haben also irgendwie gefühlt kein Ende für diese Videos gerendert, sondern immer das so, ja, die Szene ist zu Ende, also stopp. Und dann steht das Video und dann lädt der quasi den nächsten Abschnitt. Was ich aber das Gefühl habe, wir hatten eben kurz an einer Stelle, als ich Zwischensequenzen übersprungen habe, die Finsternis in Art gesehen und das zeigt ja normalerweise, hier sehen wir jetzt auch die ganzen Sprecher übrigens. Das kommt ja immer, wenn er lädt normalerweise. Also normalerweise, wenn ich hergehe und hier sieht man dann auch, dass Leute mehrere, also hier hat Chaturga gesprochen und Ulyaov und hier sehen wir jetzt auch Jennifer Hale hat Xelotaf und Alexander Roivers gesprochen, das ist die gleiche Stimme, gut, okay, den gleichen Sprecher für mehrere Figuren zu verwenden, ist jetzt gar nicht. Sieht man auch, Kim Mai Guest hat tatsächlich auch Xelotaf gesprochen. Das war wahrscheinlich die andere Stimme von den beiden. Es war hier mal eine, das waren ja zwei Stimmen, die sich gegenseitig so ein bisschen gedingst haben. Was ich aber sagen wollte ist, das fand ich ein bisschen schade, dass die Videos dann so unterbrochen haben, die kein richtiges Ende für die Szenen noch gemacht haben, mit einem Fadeout oder so. Hier sieht man im Hintergrund nochmal Pius, der gerade irgendwie wieder aus der Ruine rauskommt, wahrscheinlich direkt nach seiner Verwandlung. NOR steht hier wahrscheinlich für North of America. Nehme ich mal, oder Nintendo of America. NOE ist Nintendo of Europe, das war also dann, ist Nintendo of Europe, ist das nicht in Deutschland? Ist das nicht damals noch Großostheim gewesen? Mittlerweile sitzt Nintendo ja hier in Frankfurt. Fahren wir immer dran vorbei, wenn wir meine Freundin abholen. Auch ein sehr interessanter Bau, ein weißer Baum mit einem weißen Nintendo-Logo oben drauf, also weiß auf weiß. Man sieht das Logo zwar trotzdem, weil das so reflektiert, aber nachts leuchtet das nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch und eben, wie gesagt, die Farbe weiß auf weiß zu wählen, ist schon ein bisschen komisch. Naja, aber das ist, hier sieht man jetzt die Übersetzung. Scheinbar war das eine Einzelperson. Martina Daimel war die Person, die das Spiel für uns übersetzt hat. Und ich finde es auch schön, dass sie es mit Untertiteln gemacht haben und nicht hier nochmal ein Zombie von der Gruft, mit Untertiteln gemacht haben und nicht die Dings übersetzt haben, sodass man auch die schönen Originalstimmen gehört hat. Ich bin tatsächlich ein Freund, hier natürlich Shigeru Miyamoto als Producer von dem Spiel. Dieser Name darf bei Nintendo-Spielen natürlich nicht fehlen. Aber auch hier Satoru Iwata. Der, wenn ich mich nicht irre, jetzt ja der Chef von Nintendo ist, oder? Oder bin ich gerade doof? Tatsächlich bin ich da jetzt gar nicht mehr so drin. Aber auf jeden Fall ist das Ende von Eternal Darkness.
Und das ist einfach nur ein ziemlich geiles Spiel. Ja, und das hätte das Nintendo-Logo am Anfang sein sollen, finde ich. Das war jetzt ja nur so eine Einblendung und dieses Nintendo. So, mal schauen, ob da jetzt noch was kommt oder ob der Hintergrund wechselt und man wedelt ein bisschen sozusagen zwischen Schwarz und Weiß hinterher. Ja, wahrscheinlich kommt da jetzt nichts mehr, sondern sie spielen einfach nur so ein bisschen die Musik. Naja, wie gesagt, das war's. Ich drücke mal hier auf Start. Dann sollten wir wieder ins Hauptmenü zurückkommen. Da hat er jetzt nachgeladen. Das ist jetzt genau der Titel. So, und wenn wir jetzt auf Spiel starten gehen und die Memory Card auswählen, dann steht hier, dass das Spiel bereits mit den folgenden Ausrichtungen beendet wurde, Ulya of Xelotaph, und ob ich jetzt diese Ausrichtung in ein neues Spiel übertragen möchte. Ich finde es gerade interessant, dass da Ulya of steht, weil ich war mir sicher, dass auf dieser Speicherkarte noch kein Spielstand war. Und ich mit Xelotaph neu gestartet habe, mit Absicht, dass das nicht ist. Aber vielleicht habe ich aus Versehen mal einen Spielstand auf die zweite Karte. Das ist nochmal die zweite Karte gespeichert. Die Idee war aber tatsächlich, dass ich hergehe und das jetzt zeigen kann. Könnte ich jetzt auch. Ich starte es jetzt nicht, weil da müssten wir jetzt das ganze Ding spielen. Aber jetzt ist es tatsächlich so. Das heißt also, es wurde erfolgreich mit der folgenden Ausrichtung beendet, mit Ulioth und Xelotaph. Wenn ich Ja wähle, dann habe ich jetzt mit Piers Augustus nur noch das Chaturga-Ding zur Auswahl. Sprich, wir würden das ganze Spiel spielen gegen Chaturga. Und dann sind ein paar Zwischensequenzen anders, weil Piers natürlich nicht mit Xelotaph, sondern mit Chaturga redet. Die zeige ich jetzt nicht, da könnt ihr dann mal ein bisschen bei YouTube suchen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust, das Spiel ist zwar super geil, aber ich habe keine Lust, es jetzt direkt nochmal zu spielen. Ich habe als nächstes Spiel schon ein anderes geplant. Dafür steht hier rechts von mir, stehen die Innereien von einem alten Rechner, von einem DOS-PC. Das ist tatsächlich auch noch interessant. Da werde ich vielleicht, mache ich ja noch mal ein kleines Video zur Hardware vorher, aber da möchte ich ein DOS-Spiel spielen, was ich nicht in der DOS-Box zum Laufen gekriegt habe. Das hat Timing-Probleme und in der virtuellen DOS-Maschine hat es Probleme mit dem Sound. Da funktioniert leider der Sound, keiner der Sound-Auswahltreiber. Und das Problem ist, dass das Spiel, das, obwohl es ein Point-and-Click-Adventure ist, eine eigene Engine bemüht, die nicht von irgendwas wie ScumVM oder so unterstützt wird. Sprich, da müssen wir dann mal gucken, wie ich das zum Laufen kriege, vor allem, weil ich dafür das VGA-Signal capturen muss. Das wird dann noch ein bisschen spannend. Das hat mich auch noch so ein paar kleinere Probleme gemacht. Aber da gucke ich dann mal nach, wie ich das hinkriege und ob ich das hinkriege. Im Endeffekt würde sich das bei der Post-Production, würde ich die meisten Probleme davon wieder rauskriegen, so dass man das auf YouTube gar nicht merkt. Aber ob ich das dann streame, das muss ich dann mal gucken. Das werden wir dann sehen. Aber ja, das war's tatsächlich. Und ich sag für heute, für dieses Spiel zum letzten Mal. Das heißt, wir sehen uns, wie gesagt, dann beim nächsten Spiel wieder. Aber ich sag jetzt zum letzten Mal für Eternal Darkness. Ciao, miau.